Freunde, die Ansage von Game Master in der letzten Folge war einfach nur heftig. Aber bevor ich jetzt diesen Hinweisen nachgehe, werde ich vielleicht erstmal die schwarze Maske zerstören oder umprogrammieren, also Freunde. Hier ist die schwarze Maske. Die müssen die erstmal zerstören, bevor ich jetzt den Hinweisen von Game Master nachgehe. Er hat ja auch gesagt, dass wenn ich die Maske zerstört habe, er was Ekliges essen soll. Also ist das anscheinend wohl okay, dass ich die Maske zuerst zerstöre. Oder warte mal. Ich habe eine bessere Idee, als sie zu zerstören. Man könnte sie ja auch einfach weiß oder gelb anmalen oder rot. So, dass wenn man sie anzieht, niemand mehr böse wird. Vielleicht, dass man dann halt eher Superkräfte bekommt, anstelle von böse wird. Wäre doch eine gute Idee. Ja, okay, wir suchen direkt was zum Anmalen oder wir machen da einfach ein paar Kabel rein. Um das irgendwie so umzuprogrammieren. Irgendwelche Sachen müssen auf jeden Fall rein. Aber nur was könnte das sein? Kabel wird jetzt ein bisschen schwierig zu besorgen. Wir müssen was Besseres suchen, das wir reinmachen. Vielleicht irgend so ein Chip? Irgend so was? Okay, Freunde. Ich muss irgendwas als Chip suchen, das man gut verwenden könnte. Als Chip, das halt die Maske umprogrammiert, dass so die Maske lieb macht. Dass man auch nicht mehr böse wird, wenn man die anzieht. Deshalb, ich brauche dringend was. Irgendwelche Chips. Warte mal, ich könnte hier dieses Ding als Chip benutzen. Okay, direkt in mein Labor, Freunde. Aber ganz schnell. So. Hier ist mein Labor, aber wartet mal. Hier sind zwei Game Master Masken. Hier ist einmal seine Game Master Maske und die goldene. Oh, stimmt. Ich glaube, der hat auch das Video hier aufgenommen. Okay. Wir müssen diese Masken aber trotzdem runter tun. Die Masken müssen wir mal kurz hier woanders hinlegen. Also mal ganz kurz wegmachen. Man kann auch hier schon die Umprogrammierung der Maske starten. So, die goldene Maske auch noch mal kurz weg. So. Okay. Die Sonne blendet ein bisschen arg. Das erste auf der Seite, das brauchen wir jetzt nicht. So, hier die Maske und diesen Chip. Also, wir müssen den Chip am besten hier anbringen. Okay, gut. Das machen wir hier so dran. Jetzt brauchen wir noch was, womit ich das irgendwie so einimplantiere. Vielleicht irgendein Werkzeug, irgendeine Zange. Oh, warte mal, ich habe da ja schon was gefunden. Hier ist so ein Schwert, so ein Säbel. Ja, das ist, weil Schraubendreher habe ich gerade keinen. Deshalb werden wir uns jetzt damit erstmal zufrieden geben. Also, der Chip ist schon an der richtigen Stelle. Okay, sehr gut. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch alles. Das hier dann so drücken, aber bloß nicht, dass es... Aber der Chip darf bloß nicht verrutschen, Freunde. Fest. Und der Säbel darf auch nicht eingehen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Das wird jetzt eine schwierige Arbeit. Da komme ich mal ein bisschen näher ran. Oh, aber die Sonne blendet mich auch so arg. Ich muss näher vor den Fernseher davor. Meine Abdeckung für die Sonne. Okay. Ganz vorsichtig hier stupsen. Das ist zwar ein bisschen weiter nach unten gerutscht, aber das sollte nichts machen. Okay. Das muss jetzt ganz fest eingepflanzt werden. Hier nochmal. Da fängt es mal an zu rutschen. Nochmal. Und vorsichtig drüber streicheln. So noch ein bisschen streicheln. So wachsen sozusagen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay.
Das wäre schon getan. Gewachst habe ich es auch schon. Dass das hier so gut wie möglich eingepflanzt wird. Okay, brauche ich sonst noch was? Oder bin ich fertig? Ich weiß nicht, was ich noch brauche. Kann auch sein, dass ich schon fertig bin. Achso, wartet mal. Ich muss das noch kurz mit dem Stift drehen. Dann nehme ich jetzt einfach noch als Schraubendreher den Stift oder als Schraubenzieher. Mach mal den Stift, das so vorsichtig drehen. Okay, nochmal ganz fest drücken. Okay. Gut, das sollte reichen. Den Stift lege ich nochmal dann weg. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Die Maske sollte jetzt erfolgreich umprogrammiert sein. Wir werden es vielleicht nochmal testen. Oh Mann, damit könnte ich vielleicht Gamey endlich mal lieb machen, oder? Oder vielleicht Grinch besiegen, auf jeden Fall. XOXO, Jeff the Killer könnte ich damit besiegen. Damit könnte ich so viel machen jetzt. Wenn die auch wirklich umprogrammiert ist, weil das Gefährlichste ist, ich muss die jetzt gleich nochmal aufsetzen, um auszuprobieren, ob sie unprogrammiert ist. Und wenn sie nicht unprogrammiert ist, dann werde ich wieder böse. Und dann werde ich wieder gestalten und hack wieder meinen eigenen Kanal, wie neulich, als ich die schwarze Maske auf hatte und auch hier gesessen hatte. Deshalb ich jetzt, Freunde, nur noch fest die Daumen drücken, dass die Maske lieb ist. Und ich schlag jetzt auch den Daumen blau. Okay. Setzen wir uns mal nochmal hin. Gleich für den Test. Okay, das sollte ich geschafft haben. Dann kann ich auch den Game Master Hinweisen nachgehen. Halt nur aufpassen, dass die Maske nicht in falsche Hände gerät, oder? Weil die wird ja dann vielleicht Superkräfte haben. Nicht, dass dann jemand irgendwie die Superkräfte nutzt, damit irgendjemanden aus der Iowoki Game Master Familie entführt. Das wäre nicht gut, weil sie macht zwar nicht mehr böse, sie kontrolliert dann nicht mehr, weil kann dann sein, dass sie noch Superkräfte hat und dann irgendjemand aus der Iowoki Game Master Familie entführt. Also wir müssen auch noch gut aufpassen, dass sie nicht in falsche Hände gerät. Oh Mann, die Sonne blendet jetzt doch ein bisschen arg. Okay. Gut, jetzt geht's gerade. Freunde, ihr seid alle bereit für den ultimativen Test, dass wir jetzt die Maske aufsetzen. Diese Maske hier. Okay, ich drücke mir auch nochmal die Daumen. 3 Sekunden. 3, 2, 1. So fest, wie es geht. Okay, genug Daumen gedrückt. Ihr solltet jetzt bereit sein, die Maske anzuziehen. Okay, Freunde. Seid ihr bereit? Ich setze die Maske auf in 3, 2, 1. Oh! Oh mein Gott. Ich spüre noch nichts. Was passiert mit mir? Und 3, 2, 1. Ah! Merkt ihr in der nächsten Folge. Bis bald, Freunde.